Wir zeigen Ihnen die größten Schätze des Südwestens. Eine wirkliche Kostbarkeit. Das ist auch richtig was wert. Was man findet, ist sowieso immer wesentlich besser, als was man hätte erwarten können. Das war die Botschaft. Das ist Glaubenspropaganda pur. Hallo und willkommen. Das Schatzfieber rund um die größten Schätze des Südwestens hat uns gepackt. Denn schon seit der Steinzeit haben Menschen Reichtümer gehortet. Sie haben Kunstwerke erschaffen und viele davon sind dann im Laufe der Geschichte verloren gegangen. Aber einige tauchen auch nach und nach wieder auf. Der Hohlefels bei Blaubeuren. Hier wurde nicht mehr und nicht weniger gefunden als das älteste figürliche Kunstwerk der Welt. Die Venus vom Hohlefels. Das ist die älteste bekannte figürliche Darstellung auf Erde, etwa 40.000 Jahre alt und entspricht genau dieser Zeit, als modernen Menschen zuerst in unsere Region kamen. Über die Schönheit kann man ja verschiedene Meinungen sein. Gut, ich bin da vielleicht befangen, aber ich finde es eine besonders attraktive Frau. Aber die forschungsgeschichtliche Bedeutung, die evolutionäre Bedeutung des Stückes ist einmalig und deswegen ist auch die Venus von Hohlefels so bekannt. Nicholas Connett ist Archäologe. In den Vereinigten Staaten geboren, hat es ihn zum Studium nach Deutschland gezogen. Und er ist geblieben. Und seit er mit seinem Team im September 2008 die Venus gefunden hat, ziehen beide, Höhle und Connett, Wissenschaftler aus der ganzen Welt auf die Alpen. Seit 80 Jahren wird hier Archäologiegeschichte geschrieben. Im Lohnetal wurden über 40 Tierfiguren und der Löwenmensch entdeckt. Im Hohlefels die Venus. An einem Tag wie alle anderen. Das war ein normaler Grabungstag, wie jeder andere auch, wie heute beispielsweise. Wir haben die Venus im westlichen Bereich gefunden. Die Ausgräberin Alexa war gerade an der Unterkante des Ornasias. Da hat sie unterhalb eines Kalksteins ein bearbeitetes Stück Elfenbein entdeckt. Und mir war dann klar, dass es sich um was sehr Besonderes handelt. Ich habe gesagt, Mensch Alexa, das ist was ganz Besonderes. Guck mal, hier gibt es eben dieses Dreieck, das sieht aus wie ein Schamdreieck. Dann die Beine und schau, es gibt eine Bruchfläche. Schau mal, ob du nicht noch ein Stück im Sediment findest. Das ist ein frischer Bruch. Und tatsächlich fand sie dann auch das dazugehörende Teil dazu. Die Sensation war perfekt. Vor 40.000 Jahren erschuf ein angeblich primitiver Höhlenmensch ein Kunstwerk. Bis zu diesem Fund hatte man unseren frühen Vorfahren lediglich zugetraut, einfache Werkzeuge herzustellen. Dabei waren sie körperlich und intellektuell mit uns auf Augenhöhe. Sie waren moderne Menschen wie wir. In Anzug und Krawatte wären sie von uns nicht zu unterscheiden. Und sie schufen Kunst. Es ist eindeutig eine Frau, aber spannend ist, was abgebildet wurde und was fehlt. Der Kopf fehlt. Das heißt, es ist kein Porträt, es ist nicht eine Abbildung von ein Individuum. Was auch interessant ist, was ist da und was fehlt. Das ist nie Zufall. Jede Linie, die man sieht, ist gewollt und was sehr gut erkennbar sind die sexuellen Merkmale. Sehr große, sehr volle Brüste, auch ein Geschlechtsdreieck, was sehr intensiv herausgeschnitzt ist. Auch interessanterweise, obwohl die Figurine keine Füße hat, hat sie sehr filigrane Hände. Und die Hände sind ein bisschen auf dem Bauch und unterhalb von den Brüsten, also ein bisschen so nach einem sehr gelungene Mahlzeit. Ja, irgendwie man hat das Gefühl, dass Zufriedenheit herrscht. Das älteste figürliche Kunstwerk der Welt.
gefunden, ausgerechnet auf der Schwäbischen Alb. Man hat ihre Bewohner offensichtlich lange unterschätzt. Nicht nur vor 40.000 Jahren, auch später noch. Ich kann mich noch sehr gut an meine Schulzeit erinnern, ganz besonders an meinen Geschichtslehrer. Der war immer ganz begeistert von den Römern, von den Griechen, wegen ihrer frühen kulturellen Entwicklung und Errungenschaften. Vor allem zu einer Zeit, wo bei uns noch sowas wie eine Art kulturelles Vakuum geherrscht haben soll. Ich kann das Ganze aber jetzt glücklicherweise mal gerade rücken, und zwar mit der Hilfe von Herodot, dem griechischen Geschichtsschreiber. Der hat nämlich schon damals Pyrene beschrieben. Eine Stadt, die nicht etwa am Nil oder am Tiber lag, sondern bei uns im Südwesten, an der oberen Donau. Nur knapp 60 Kilometer Luftlinie vom Fundort der Venus entfernt, liegt auf einer Anhöhe die Heuneburg, das sagenumwobene Pyrene. Seit 1950 ist das Plateau Schauplatz archäologischer Grabungen. Hier wurden großartige Funde gemacht. Nach und nach holten die Archäologen einen Schatz nach dem anderen aus dem Boden und gaben Herodot recht. Pyrene war, selbst aus griechischer Sicht, zumindest erwähnenswert. Die Heuneburg war in der Zeit wirklich der Nabel der Welt für die Menschen nördlich der Alpen hier im südwestdeutschen Raum. Es war das Oberzentrum, also die bedeutendste Siedlung, die man hier im Umkreis von vielleicht 200 Kilometern hatte. Es war ein Wirtschaftszentrum, es war ein politisches Machtzentrum, das wissen wir durch die reichen Gräber. Zu einer Zeit, als man auch in Athen noch in Lehmhütten wohnte. Außergewöhnliche Funde erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Am 28. Dezember 2010 wurde ein 80 Tonnen schwerer Erdblock am Stück geborgen und mit einem Schwertransport nach Esslingen gebracht. Das Ziel war es, das komplette Grab einer Keltenfürstin unter Laborbedingungen ausgraben zu können, ohne störende Wettereinflüsse, um viel genauer arbeiten zu können. Der Plan funktionierte. Aus den 80 Tonnen Erde wurden die Schätze geborgen, die heute komplett restauriert im Museum zu sehen sind. Für Nicole Ebinger-Rist, die den Schatz freigelegt hat, das Ende eines langen Arbeitsprozesses. Das Erste, was sich uns gezeigt hat, war dieser Anhänger. Und da war schon so ein innerliches Freuen oder insgesamt im ganzen Team war ein Aufschrei. Letztendlich, was wir nicht erahnen konnten, dass sich da dann insgesamt noch ein 28,5 cm langes Band dran befindet. Heutzutage klar fällt es wie Schuppen von Augen, man sieht, was es ist. Aber letztendlich haben wir uns ziemlich lang, über mehrere Tage dann noch an diesem Band entlang gearbeitet, um dann erst zu sehen, dass es sich hierbei um diesen bandförmigen Ohrring handelt. Eine wirkliche Kostbarkeit, kann man sagen. Das ist einmalig von der Verzierung, von der Form. Es gibt kein zweites Stück dieser Qualität im Raum nördlich der Alpen. Ja, das ist eine Preziose, ja. Das ist auch richtig was wert. Solche Schätze zu finden, ist der Traum jedes Archäologen und jedes Schatzsuchers. 1490 bricht im Allgäu das Schatzfieber aus, aber nicht bei irgendwelchen Abenteurern, sondern beim Abt des Klosters Isny. Der vermutet nämlich auf einem Feld Reste eines Kastells, er lässt da alles umgraben, er findet auch ein paar Dinge,
Aber das ist nicht so der große Wurf. Erst 500 Jahre später wird der eigentliche Schatz gefunden. Wenn man sich die Menge an Schmuck ansieht, dann muss der Abt ein wahrer Pechvogel gewesen sein, so viele Schätze zu übersehen. Ich habe hier eine Münze aus dem Schatzfund von Isny in der Hand. Dieser Schatzfund setzt sich zusammen aus Frauenschmuck und aus 157 Münzen. Und aufgrund der Tatsache, dass man die Münzen sehr gut datieren kann, können wir auch diesen Schatzfund datieren, weil die jüngste Münze datiert ins Jahr 305 nach Christus. Und aus diesem Grund wissen wir auch, dass dieser Schatzfund im Jahr 305 nach Christus vergraben worden ist. Isny war ein Kastell an der Grenze des Römischen Reichs zum freien Germanien, am sogenannten Donau-Iller Rhein-Limes. Und die Germanen haben vom freien Germanien immer wieder das Römische Reich betreten und auf der Suche nach Beute. Und da war eben auch das Kastell Isny begehrenswert. Und sie haben es überfallen auf der Suche nach Schätzen. Das römische Kastell wurde immer wieder von Alamannen eingenommen und zerstört. Und offenbar rechnete die Besatzung auch 305 damit, auf verlorenen Posten zu stehen. Sonst hätte man den Schatz nicht verstecken müssen. Auch heute wird in Isny noch gegraben. Es geht aber nicht mehr um das römische Kastell, sondern um die Stadt, 2 Kilometer weiter. Isny ist ein Glücksfall für die Archäologie. Und das liegt, wie so oft, an tragischen Ereignissen, die Spuren hinterließen. Isny hat vor allen Dingen im 17. Jahrhundert, als ein 30-jähriger Krieg kam und die Pest ihre größten Wellen vor sich herschob, hat Isny sehr, sehr gelitten. Allein in der letzten Pestwelle sind von 1617 überlieferten 3000 Einwohnern allein der letzten Pestwelle 1800 Tote. Die Krone aufgesetzt hat er noch der große Stadtbrand von 31, dem 80% der Häuser zum Opfer gefallen sind. Isny war im wahrsten Sinne des Wortes entvölkert. Man brauchte weniger Wohnraum und über einem Teil der Ruinen wurde nicht neu gebaut. Sie blieben eine Brachfläche, bis die Archäologen anrückten und unter anderem diese Latrine fanden. Ein Laie würde hier vermutlich nicht nach wertvollen Dingen suchen. Für den Archäologen war sie eine unerschöpfliche Quelle für Funde aller Art. Latrinen hat man einfach konzentriert sein Hausmüll oder seinen Abfall entsorgt. Und deswegen stecken die natürlich voll mit Fundmaterial aus der Zeit der Nutzung. Und wir kommen halt zum größten Teil eben sogar ganz Gefäße noch heraus. Schade nur, dass es nicht ganz ist, ne? Ja, aber Abfälle hat man halt immer natürlich, oder man hat nur dann weggeworfen, wenn es halt keinen Sinn mehr machte, ne? Hoffentlich kommt da noch mal was dazu. Also da findet sich bestimmt noch mehr, ne? Da lässt sich bestimmt einiges kleben, aber hier haben wir halt dann, ne, einmal schönen Gefäßrand mit Henkel, also kann ein Krug gewesen sein, ne? Aber das lässt sich rekonstruieren, welche Form es gehabt hat. Schätze, die Geschichten erzählen. Dieser Krug trägt noch Brandspuren vom Feuer, das die Stadt vernichtete. Vom Wohlstand vor der Katastrophe zeugen diese Gläser. Glas war teuer. Doch statt sie zu reparieren, wurden sie in der Latrine auf den Abfall geworfen. 2000 Jahre Kriege, Stadtbrände und die Pest. Isny hat die Zeugnisse davon im Boden bewahrt. Langsam holt man sie wieder ans Tageslicht. Wie hat es Loriot noch so schön formuliert? Ein Leben ohne Mops ist denkbar, aber sinnlos. Na, da war der Wicke von Bülow nicht der Einzige, der so gedacht hat. Und er war vor allem nicht der Erste.
Schon 1760 schuf die Höchster Porzellanmanufaktur einen Mops. Und das ist bemerkenswert. Porzellan gehörte zu den teuersten Materialien, die man damals kannte. Das weiße Gold wurde zuerst in China, ab 1710 auch auf deutschem Boden hergestellt. Das Rezept war Staatsgeheimnis. Im Südwesten waren Frankenthal und Höchst zwei der wichtigsten Manufakturen. Im Landesmuseum Mainz lagern Porzellanschätze der Höchster Manufaktur. Höchst gehörte damals zu Mainz und brachte Motive hervor, die heute zumindest erklärungsbedürftig sind. Das ist eine der ganz spannenden Figuren hier in der Sammlung. Das ist dargestellt eine Mops-Ordensgruppe. Der Mops-Orden, den gab es tatsächlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und diese Szene, die dargestellt ist, die sitzende Dame, ist natürlich dann die Vorsitzende oder die, die diesen Mops-Orden führt. Und ihr gegenüber stehend die Dame, die aufgenommen wird oder zu Besuch kommt, begrüßt wird. Und das Ganze findet eingebunden in ein großes Ritual statt, weil dieser kleine Tisch, den Sie hier dabei sehen, spielt eine große Rolle. Das ist der sogenannte Altartisch. Auf den Altar gehört, wie wir das heute auch kennen, eine Kerze mit Leuchter, ein heiliges Buch, was auch immer das dann genau ist, und eben ein Hinweis auf das, worum es geht. Und das ist hier in diesem Falle ein klitzekleiner Porzellan-Mops. Der Mopsorden ist gegründet worden als sogenannter Konkordienorden, also praktisch als ein Orden parallel zu den Freimaurern. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Freimaurer waren und sind eine Männergesellschaft, also von daher waren Frauen nicht zugelassen. Und um dieses Problem zu lösen, hat man also einen zweiten Parallelorden gegründet und dort waren Frauen zugelassen und das Problem gelöst und beides geht. Ein frühes Symbol der Gleichberechtigung. Ein kleiner Mops aus Porzellan. Schätze sind meistens Dinge, die wertvoll und vor allem solide sind. Gold, Silber, Juwelen. Materialien, die Jahrhunderte im Boden überdauern. Auf der Heuneburg finden die Archäologen auch Überreste des Alltags der normalen Bevölkerung, deren Spuren meistens schon lange verwischt sind. Also im Prinzip lag hier eine ganze Ebene voll mit menschlichen Überresten, die nicht mehr in der anatomisch richtigen Lage liegen. Also die waren im Prinzip zerfallen, die Einzelteile losgelöst voneinander und eventuell auch von Tieren zum Teil ein bisschen verschleppt und so liegen normalerweise keine Menschen. Jeder Knochen wird einzeln geborgen. Also ich finde, man muss ihn mit Respekt behandeln, weil es ein Mensch war. Aber es ist auf jeden Fall schonender, wenn wir das machen. In vielen Fällen wird sowas heute mit dem Bagger beseitigt. Und wir behandeln die menschlichen Überreste schon mit viel Respekt. Das zeigt sich auch an einem Fund, der beides ist. Wertvoller Schatz und menschliche Überreste in einem. In ihrem Esslinger Labor bewahren Nicole Ebinger-Rist und ihr Team von Restauratoren einen ganz besonderen Fund auf. Einen Teil des Fürstinnengrabes von der Heuneburg. Feucht gehalten und in Gips konserviert. Das ist der Hüftbereich der Fürstin inklusive der Gürtel, der richtig an die Hüfte hingepresst ist. Auf den ersten Blick vielleicht kein Schatz, aber wenn man näher hinschaut, dann sieht man die Qualität dieser Gürtelschließe, auch von diesem
Gürtel, der am Hüftbereich oder zum Teil auch im Taillenbereich platziert war. Die Wölbung, die man hier sieht, hat damit zu tun, dass der vordere Teil des Gürtels sich förmlich mit den Skelettknochen der Fürstin verbunden hat. Also diese Aufwölbungen sind zum Teil im mittleren Bereich die Teile der Wirbelsäule, des unteren Steißbeines und hier die Hüftknochen und der Bereich, wo es dann hier sieht man, wie der Unterschenkel hervortritt und ja, das ist einfach mit dem Skelett verbunden, aber letztendlich möchten wir diesen Zustand, das ist ein sehr besonderer Zustand, auch erhalten. Ein Schatz und seine Trägerin untrennbar miteinander verbunden. Hätte man das Grab vor 100 Jahren gefunden, dann hätte sich hierfür niemand interessiert. Es wäre Abfall gewesen. Sterbliche Überreste einer reichen Frau. Dafür sprechen ihre Grabbeigaben, die ohnegleichen sind. Im Südwesten und ganz Deutschland. Aber in ihrer direkten Umgebung fand man auch andere menschliche Überreste. Ja, wir haben hier einen fast vollständig erhaltenen Schädel einer Frau. Junge Frau, etwa 25 Jahre alt ist sie geworden. Und man sieht an diesem Schädel auch Verletzungen. Es können Hiebverletzungen sein oder Schnittverletzungen. Es können aber auch Schleifspuren sein, dass man hier vielleicht die Leiche dieser Frau über Steine geschliffen hat. Auch so kann so etwas entstehen hier, was man sieht. Es deutet alles darauf hin, dass wir hier tatsächlich das andere Ende der sozialen Skala der Bevölkerung fassen, dass wir hier jemanden vor uns haben, eine junge Frau, die, obwohl sie noch jung war, schon Zähne verloren hat, Karies hatte und offensichtlich hier vielleicht zur sozialen Unterschicht gehörte, in jedem Fall dieser Katastrophe und diesem Tod und diesem Verscharren dort nicht entgangen ist. Wenn man sich vorstellt, es waren Menschen wie wir, die Hoffnung hatten, die ja vielleicht ihr Leben noch vor sich hatten, aber da hat dann das Schicksal und die Geschichte einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das sind also Dinge, die einen schon sehr bewegen. Das war also doch eine harte Zeit. Der man sich mit jedem Fund mehr und mehr annähert, um zu verstehen, was mit den Menschen damals passiert ist auf der Heuneburg. Jedes Jahr Ende Juni findet im oberschwäbischen Weingarten der Heiligblutritt statt. Das ist eine Reiterprozession, die größte Europas übrigens. Bis zu 3000 Pferde sind da unterwegs und das alles nur zu Ehren einer kleinen Flasche, die einen Tropfen des Bluts Jesu enthalten soll. Das soll 1000 Jahre lang in Mantua versteckt gewesen sein, ehe es auf Umwegen in den Südwesten gelangte. 1529 wurde der Blutritt von Weingarten erstmals schriftlich erwähnt, als althergebrachte Männerwallfahrt. Das hat sich geändert. Seit ein paar Jahrzehnten dürfen auch Frauen mitgehen. Vor allem aber wird geritten. Rund 3000 Reiter kommen jedes Jahr in Frack und Zylinder. Auf der Heiligbluttafel von 1489 ist der Grund für die Prozession zu finden. Hier ist genau dokumentiert, wie das Blut Christi von Jerusalem nach Weingarten kam. Jeder, der diese Relikte besucht hat, hat diese Tafel gesehen und ihm wurde erklärt, um was für eine wichtige Relikte es sich handelt. Man wusste, wenn man die Tafel gesehen und gelesen hat, hier bin ich richtig, diese Relikte ist alt und wunderwirksam. Sie ist authentisch und hilft mir. Das war die Botschaft, das ist Glaubenspropaganda pur. Und sie zeigt eben die Geschichte vom ersten Auftauchen des Blutes bis zur Übergabe in Weingarten. Lückenlos, authentisch und das ist das, was die katholische Kirche unbedingt will. Es muss wahrhaft bewiesen sein, dass diese Reliquie wirkt.
ein Gemälde nicht als Kunstwerk, sondern als amtliche Urkunde. Es ist eine fantastische Bildersprache, die auf höchst eingängige Weise dem Pilger klar macht, um was es sich handelt. Und zu den Bildern kommt noch der Text. Er kann es auch nachlesen. Was man nachlesen kann, ist garantiert echt, wie eine Urkunde. Urkunde spielen auch in den Bildern eine große Rolle. Also es geht wirklich darum, die katholische Kirche will unbedingt beweisen, dass der Pilger hier richtig ist, dass ihm hier geholfen wird, dass er sich darauf verlassen kann. Eine Verlässlichkeit, auf die man noch heute baut. Das Kloster wurde zwar 2010 aufgelöst, aber das mit 65 Edelsteinen geschmückte Kreuz, das die Reliquie enthält, blieb in Weingarten und zieht jedes Jahr mehr als 30.000 Pilger an. Wegen einer Geschichte, die auf der Heiligbluttafel verewigt wurde, vor über 500 Jahren. Es ist Kulturgeschichte. Es gibt sicher feinere, bessere Malerei, aber es gibt nirgendwo Objekte, die so authentisch erzählen können, wie die Menschen gelebt haben, was sie gedacht haben, welche Philosophie, welche Religionsdinge im Schwange waren. Das ist das, was uns am meisten beschäftigt und was auch viel faszinierender ist als nur ein schönes Bild. Ein schönes Bild gibt es immer, aber die Geschichten dazu, das ist das Entscheidende. Geschichten wie die, die auf der Schwäbischen Alb geschrieben wurden. Hier wurden die ältesten Kunstwerke der Welt gefunden. Dazu gehören die Venus und zahlreiche Tierfiguren. Und dann kam die Sensation. Ein 40.000 Jahre altes Musikinstrument. Wir haben die Flöte in 11 Fragmenten gefunden, davon waren einige größer. Und die Flöte hat insgesamt 5 Grifflöcher. Und an einigen größeren Fragmenten hat man eben diese Grifflöcher gesehen. Und dann war klar, dass es sich um Flötenfragmente handelt. So einen Fund hat man vielleicht alle 10, alle 20 Jahre. Manche Leute oder manche Archäologen haben das eben einmal im Leben. Andere gleich 8-mal innerhalb von ein paar Jahren. Wie Maria Malina und Nicholas Connert. Die beiden arbeiten für die Universität Tübingen. Aus der ganzen Welt reißen sich Wissenschaftler darum, mit ihnen graben zu dürfen. Nicht in Troja, nicht im Tal der Könige, sondern im Tal der Ach. Ich selber grabe auch viel in Südafrika, in Iran, in Syrien, auch anderswo. Und diese Art von Funden gibt es da nicht. Eine Tatsache, die auch diese Studentin aus Australien auf die Alp gelockt hat. Hier siebt sie jedes Gramm Erde durch, das aus der Höhle kommt. Auf der Suche nach kleinsten Knochensplittern. Some of the archaeology that's come out of it is amazing, and like in the area is very, very amazing for archaeology and that sort of thing. And I'm mostly interested in the Paleolithic and stone tools, and there's a lot of that here from a pretty large time span, which is good. In diesen kleinen Tüten steckt die Hoffnung aller Archäologen, auch mal einen ganz großen Fund zu machen. Einen Fund wie die Flöte. Wie kann man sicher sein, aus winzig kleinen Bruchstücken das Richtige zusammengesetzt zu haben und nicht einfach beliebige Splitter zu einem fantasievollen Ganzen?
wenn man mit solchen Funden zum ersten Mal rauskommt, sind natürlich alle erstmal skeptisch, natürlich, also weil das ist natürlich, die Wissenschaftler müssen immer skeptisch bleiben. Die Objekte sind aber so eindeutig und dass ja, es eigentlich keine große Überzeugungsarbeit brauchte. Und es war natürlich schon sensationell, wenn man sich vorstellt, dass diese Instrumente, es sind Musikinstrumente, 40.000 Jahre alt sind. Und ihren Finder Nick Connert immer noch begeistern. Man kann wirklich jedes beliebiges Lied auf diesem Instrument spielen. Jedes, also sei es Beethoven, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, spielt keine Rolle. Wenn man die Melodie kennt, kann man es hier drauf spielen. Maria Malina, Nick Connert und ihr Team haben sensationelle Funde gemacht. Es gibt vier Arten von symbolischen Artefakten. Schmuck, figürliche Darstellungen. Wir haben auch mythische Darstellungen, die uns einen Einblick in Religion geben. Und die vierte Klasse von neuen Innovationen im symbolischen Bereich sind Musikinstrumente. Und die Musikinstrumente sind vielleicht die allerbedeutendste. Zumindest, wenn die Frage ist, was bewegt Menschen am meisten, ist es sicherlich die Musik. Die Musik ist fantastisch. Aber was erwartet er noch zu finden in den Höhlen der Schwäbischen Alb? Leute fragen, ja, was würdest du gern finden? Ich mache mir überhaupt keine Spekulationen darüber. Was man findet, ist sowieso immer wesentlich besser, als was man hätte erwarten können. Sagt einer der erfolgreichsten Schatzfinder der Welt. In einigen Filmklassikern gibt es ja bewährte Regeln, wie so eine Schatzsuche abzulaufen hat. Es gibt eine Karte, da ist ein schwarzes Kreuz drauf, wo der Schatz versteckt ist. Und dann braucht sich der Hauptdarsteller im Grunde nur noch durch den Urwald zu schlagen und dann zielgerichtet den Schatz zu heben. Das Drehbuch der Archäologen im echten Leben sieht ein bisschen anders aus. Ohne Schatzkarte, ab und zu vielleicht mal einen vagen Hinweis. Und dann heißt es suchen, suchen, suchen und nochmals suchen. Oft wochenlang, ohne überhaupt irgendwas zu finden. Von Stuttgart aus wird gerade die neue ICE-Trasse Stuttgart-Ulm gebaut. Und auch hier arbeiten Archäologen, und zwar direkt neben der Autobahn. Wir wissen von vielen archäologischen Fundstellen, die sich hier befinden. Und damit die nicht bei den Bauarbeiten alle verloren gehen, sind wir hier im Vorfeld dieser Bauarbeiten tätig und führen unsere archäologischen Untersuchungen durch. Für die Archäologen ist das Routine, riesige Flächen abzusuchen und wochenlang nichts zu finden. Aber heute ist alles anders. Ich hab eine. Das ist schon auf jeden Fall ein besonderer Moment. Also so viele von diesen keltischen Münzen haben wir noch nicht gefunden. Und wenn dann tatsächlich eine direkt vor einem liegt, das ist schon was, ein tolles Gefühl. Es bleibt nicht bei der einen Münze. Bald tauchen noch mehr auf. Auf der Vorderseite hat man eine palmenähnliche Darstellung, die einen abstrakten Kopf darstellen kann. Und auf der Rückseite ist eigentlich immer ein Pferdchen zu sehen, was von rechts nach links läuft oder springt. Sehr häufig sind die in Bayern und im fränkischen Bereich zu finden, auch in der Schweiz, aber in Baden-Württemberg gibt es nicht diese großen Anzahlen an Münzen. Und dann kommen vor laufender Kamera immer mehr Münzen ans Tageslicht. Die Fundliste wird schnell länger und immer mehr Markierungen zeigen die Fundorte an. Das ist schon eine Besonderheit auf jeden Fall. Also meistens hat man es vereinzelt, aber ein Hauptfund, das ist schon was Besonderes. Jetzt müssen alle Münzen gefunden werden, denn sonst kommen gerne mal Raubgräber zur Nachernte vorbei. Gelohnt hätte sich das. Horte
findet man meistens durch Zufall. Es ist selten, dass es im Rahmen einer archäologischen Ausgrabung stattfindet. Und insofern ist das natürlich ein ganz tolles Gefühl, dass wir hier alles systematisch dokumentieren können und rekonstruieren können, was mit den Münzen im Grunde genommen in diesen 2100 Jahren geschehen ist. Ich nehme die mit nach Essling, in die Restaurierungswerkstatt. Da können sie dann auch dementsprechend eingeschlossen werden. Ja, und sind sicher. Für viele Schatzsucher ist ein Fund natürlich Anlass zur Freude, aber ab und zu vergisst man dabei, welche Dramatik hinter diesen gefundenen Dingen steckt, über die man sich freut. Denn oft ist es so, dass die auf ungerechte Art und Weise den rechtmäßigen Besitzern geraubt wurden und die dann auch noch verfolgt oder sogar möglicherweise getötet wurden. So einen Schatz findet man in Speyer. Dort gab es im Mittelalter eine riesige jüdische Gemeinde. Das belegen die ältesten noch sichtbaren Reste einer Synagoge. Und ein Schatz, der auf einem Feld gefunden wurde. All diese Gegenstände gehörten einmal einem Menschen, der seines Glaubens wegen verfolgt wurde. Werner Tronsier vom Historischen Museum kennt die Geschichte des Schatzes. Man hat damals den Juden den Vorwurf gemacht, sie würden die Brunnen vergiften und damit die Pest auslösen, gewissermaßen als Maßnahme in der Vorbereitung oder um sich gegenüber der Pest zu wappnen, hat man die Juden bereits vor Ausbruch der Pest totgeschlagen, ihren Besitz natürlich gestohlen. Das geschah überall in Europa. Nur wenige Landesherren schützten die Juden. Der Schatz von Lingenfeld gehört von der Zusammensetzung her vermutlich einem jüdischen Geldwechsler, Bankier hier aus Speyer, der irgendwie Informationen hatte, dass es in Speyer zu so einem Ereignis kommen könnte, versucht hat, in kurpfälzisches Gebiet zu fliehen, überrascht wurde und gezwungen war, seinen Besitz zu vergraben. Die Geschichte kann nicht glücklich ausgegangen sein. Sonst wäre der Schatz vom Besitzer geborgen worden. Und nicht erst 1969 von Landarbeitern. Ich will ihr alle wieder gut machen. Ich schwöre es euch. Nehmt euch meine Häuser, nehmt euch mein Geld. Aber lasst mir mein Leben. Ich bin unschuldig. Ich bin nur ein armer Jude. Lasst mir mein Leben. Ich bin lieb. Die Nationalsozialisten griffen gerne auf historische Ereignisse zurück, um ihren Judenhass ideologisch zu begründen. Die Landstände verkünden durch meinen Mund den Willen des württembergischen Volkes. Alle Juden haben innerhalb dreier Tage Württemberg zu verlassen. Für ganz Württemberg gilt hiermit der Judenbann, gegeben zu Stuttgart am 4. Februar 1738. Die Nazis waren nicht die Ersten, die den Judenhass auch medial in Szene setzten. Schon 1738 erschien eine Gedenkmedaille zum Aufklappen. Es ist eine düstere Seite der württembergischen Münzgeschichte. Es erzählt den Aufstieg und den Fall des Josef Süß Oppenheimer, diffamierend Jud Süß genannt. Er war Hoffaktor, also eine Art Finanzminister für Herzog Karl Alexander. Er hat seine politischen Pläne finanziert und als Karl Alexander dann relativ bald nach seinem Amtsantritt stirbt, entlädt sich der Hass auf Jud Süß. Ihm wird ein Prozess gemacht, ein Schauprozess, und er wird dann ein Jahr später hingerichtet. Und diesen Aufstieg, diesen Fall erzählt das Innenleben dieser Schraubmedaille. Im Prozess soll Jud Süß gesagt haben, höher als den Galgen könnt ihr mich nicht hängen. Den Württemberger ist es dann doch gelungen. Jud Süß ist durch den Strick hingerichtet worden und dann in einem Käfig oberhalb des Galgens ausgestellt worden. Die Reste seiner Leiche waren 6 Jahre lang zu sehen. Man sieht das auf dem vorletzten Bild, wo die Raben den Käfig schon umkreisen. Diese Medaille prägte das Bild von Josef Oppenheimer für Jahrhunderte.
Besser dran waren die, die sich ihre Denkmäler selbst setzen konnten. Wie ein unbekannter Römer im Saarland. Bei den Römern war es sowieso so gewesen, die durften ihre Toten nur in den Ein- und Ausfallstraßen der Orte auch bestatten. Und da haben die sich natürlich ganz tolle Grabsteine gemacht, praktisch die Abbildnisse von sich selbst, auch von seinem Berufsstand her. Aber dieser hier hatte hier was Monumentales wollen leisten und schaffen. Das hat er damit ja auch getan, indem er diesen Hügel da für sich mitgestalten ließ. Arbeit, die uns heute ein Denkmal beschert, aber eigentlich umsonst war. Das Kuriosum daran ist, dass er eigentlich gar nicht hier bestattet wurde. Weder er noch sein Vater noch sonst irgendjemand in diesen beiden Grabhügeln. Er kam sehr wahrscheinlich irgendwo außerhalb ums Leben, wurde dort bestattet, ging dort verloren, wie auch immer. Diese Gräber wurden auch nicht dann von anderen Leuten belegt. Das Gesinde hat man zwar hier bestattet, und zwar zwischen den beiden Grabhügeln hier, und sogenannte Leichenbrandstüttungen, das heißt, die haben die Leute auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und eventuell mit Weinschorle abgelöscht, dann die Knochen manuell ausgelesen und dann halt die Längsknochen zerkleinert manuell und das Ganze einfach so geschüttet dann. Das ist wirklich einzigartig. Es gibt natürlich hier noch ein einzelner, größerer, rekonstruierter Grabhügel, in dem sind wie der hier auch etwa die gleiche Zeitstellung in Siesbach. Aber ich kenne keine Doppelgrabstelle. Die gibt es also nirgends. Nur hier, bei Oberlöstern im Saarland. Zurück auf die Heuneburg. Gegraben wird hier seit 65 Jahren. Und es wird noch etwas dauern, bis man fertig sein wird. Im riesigen Areal stecken noch unzählige Funde, die, so hoffen die Forscher, nach und nach unser Bild von Pyrene vervollständigen werden. Und dann ins Museum kommen. Das sind Geschossspitzen, Pfeilspitzen, Spitzen von Wurfspießen, die von der Heuneburg stammen. Verschiedene Typen. Hier ein kleiner Wurfspieß. Hier eine schwere Pfeilspitze. Und was ganz Besonderes, was wir so eigentlich nur von der Heuneburg momentan kennen, das sind große, noch schwerere Geschossspitzen, die wohl von Pfeilkatapulten verschossen wurden. Das ist bei uns an der Tagesordnung, dass wir Anfragen bekommen, wirklich fast aus der ganzen Welt, aus Australien, aus den Vereinigten Staaten, England. Aktuell haben wir zwei Forschungsprojekte, die sich mit Objekten von der Heuneburg oder aus diesen Prunkgräbern, Fürstengräbern befassen, die deutsch-französisch aufgestellt sind. Also in der Tat, diese Objekte sind für die Forschung höchst interessant weltweit. Ein Museum ist schließlich nicht nur ein Endlager für archäologische Funde. Es ist auch ein wissenschaftliches Labor. Und das Spannende ist nun, dass man diese goldenen Objekte eigentlich lange Zeit für reine Prestigeobjekte gehalten hat. Und in dem Forschungsprojekt, das gerade bei uns am Haus läuft, vor allem Kollegen aus Frankreich und aus Tübingen arbeiten dran. Und da kommt Erstaunliches heraus, nämlich, dass eine ganze Reihe von Reparaturen an diesen Löffelchen vorhanden sind. Man sieht es hier oben sehr schön, da ist auch Hitzeeinwirkung zu erkennen. Das heißt, dieses Löffelchen wurde tatsächlich benutzt. Im Verdacht steht zum Beispiel, dass man alkoholische Getränke, Met, vielleicht sogar Wein, mit zum Beispiel Gewürzen oder ähnlichen Stoffen angereichert hat, um dann mit einem Löffelchen diese Schwebteile wieder herauszufiltern, bevor man es getrunken hat. Unsere Vorfahren haben also von goldenem Geschirr gegessen. Zumindest einige auf der Heuneburg. Das waren für heute die größten Schätze des Südwestens, aber seien Sie sicher, das war nur eine kleine Auswahl. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele und auch noch den ein oder anderen Sensationsfund, der noch gar nicht entdeckt wurde. Also, machen Sie es gut, bis bald. Tschüss!